IWB besitzt in Pelzmühletal und Kaltbrunnental große Waldgebiete. Diese beiden Täler beherbergen eine besonders wertvolle Flora und Fauna. Schon vor 150 Jahren erschloss Basel Stadt die beiden Täler für die Trinkwasserproduktion. Basel und IWB vertrauten von Anfang an auf die Selbstregulierungskräfte der Natur. Der Schutz dieser Quellgebiete zahlt sich heute aus. Das Kaltbrunnental gehört zu den Gewässerperlen der Schweiz. Das ist umso wertvoller, weil natürliche Fließgewässer und Quellen in unserem Land zu den seltensten und wertvollsten Lebensräumen überhaupt gehören. Im Pelzmühletal lebt noch der Luchs. Er gehörte zu den ausgestorbenen Tieren in der Schweiz und wurde wieder angesiedelt und überlebt jetzt dank Schutzprogrammen. Dass er auch hier im Pelzmühletal ein Zuhause gefunden hat, das erfüllt uns nicht nur mit Freude, sondern auch mit Stolz. Musik.